So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal haben wir ein paar SpongeBob-Sachen für dich, Santiago. Und ja, du guckst einfach mal, wie du es findest. Ich bin schon sehr neugierig. Überraschung. Was haben wir denn da Schönes? Dann gucken wir einmal. Aha. Ja, das habe ich irgendwo schon mal gesehen, meinem Zeitungsladen. Das ist so. Einmal hier ein Nick SpongeBob Schwankkopf Heft. Sehr schön, vielen Dank. Und ein Comic Spezial auch SpongeBob zweimal. Herrlich. Werde ich mir gleich in Ruhe angucken, aber das ist ja schon mal toll von den Bildern, von den Fotos. Nein, noch mehr. Ich werde verrückt, da hat ja jemand eine ganze Sammlung. Also schaut mal, das ist doch verrückt hier, wa? Ich werde die mir alle ganz genau angucken und durchlesen. Ja, vielen Dank erst einmal. So, weiter geht's. Was ist das schön? Ein Puzzle oder Puzzle. Ein SpongeBob-Puzzle 99. Guck mal, das ist doch... Oh. Ich hoffe, da sind alle Teile drin, damit ich das auch nachher zusammenbekomme. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja toll. Oh, was ist das Schönes? Ist das... Das sieht aus wie... Ist das eine Bettwäsche? Ach, guck doch mal. Einmal eine SpongeBob-Bettwäsche. Das ist das Kopfkissen, glaube ich. Haha, da ist er. Der kleine Gelbe. Ach, das ist ja toll. Das ist ja auch was Schönes. Da habe ich eine Premiere dann. So, und was ist das Schönes? Das ist dann natürlich die Bettdecke hier. Guckt mal, natürlich auch der SpongeBob. Ich will das jetzt nicht alles auseinandernehmen, weil das sieht man ja, was das ist. Also das ist natürlich auch eine tolle Überraschung. Vielen, vielen Dank. So. Nein, das geht weiter. Och Gott, mein Kleiner. Ja, den habe ich auch schon mal gesehen. Das ist aber schon ein Weilchen her. Und der ist so schön, der ist so weich und flauschig. Ne? So abends im Bettchen zum Einschlafen. Ist das schon eine schöne Sache. Ja, super. Dankeschön. Ah, ja, und da ist der Kumpel natürlich auch dabei. Ja, der Patrick. Und kleiner Seestern hier. Vielen, vielen Dank. Mensch, das ist ja toll. Eieiei, und da kommt der kleine Bruder auch nochmal. Aber guck mal, der ist ein bisschen schelmisch hier vom Gesichtsausdruck. Na, ach, wie schön. Aha, und Daumen hoch, das ist immer wichtig. Dankeschön, das ist ja klasse. Ha, und da kommt der, nein, ein goldener SpongeBob, gibt's denn sowas? Guckt euch den mal an. Ach, das ist ja toll. Ja, der wird auch einen Ehrenplatz bekommen. Dankeschön. Und dann haben wir hier ein... Ach, das sind diese Überraschungsminis. Aha, da müssen wir doch mal gucken, was da drin ist. Oder? Lolololololo. Gucken wir mal. Ah, das ist auch ein Puzzle. Da muss ich was zusammensetzen. Oder sind das... Nee, was ist das? Wisst ihr, was das ist? Das sind so kleine... Das sind die verschiedenen Figuren. Das ist wie Spielfiguren. Aha, da ist der Mr. Krabs. Spongy. Nee, das sieht doch aus. Das sieht aus wie ein Puzzle auch. Oder was ist das hier? Spiel. Kinders. Das muss ich mir in Ruhe nochmal beschnarchen. Alles dreht sich. Nein, das ist irgendein Spiel. Das muss ich irgendwie zusammensetzen. Das werde ich mir in Ruhe nochmal angucken und beschnarchen. Ja, also auch vielen Dank nochmal für das Mini. Und dann haben wir, immer wieder schön. Der erste SpongeBob-Film, der erste Kinofilm. Inzwischen schon ein Klassiker. Ja, vielen, vielen Dank. So. Ach, noch was? Ah, das ist nochmal ein kleiner SpongeBob. Und was ist das? Ist das denn, wofür nimmt man den? Kann man den irgendwo reinstecken? Und dann steht er hier vielleicht auf dem Balkon, in den Blumenkasten zum Beispiel. Könnte man hier reinstecken? Ah, also da werde ich mir was einfallen lassen. Vielen, vielen Dank. Mensch, das ist ja irre. Und dann haben wir hier nochmal, aha, einen Weihnachts-,
Spongy, alle Jahre wieder. Ne, Weihnachten ist ja jedes Jahr. Und dann wird er seinen Platz bekommen. Das ist doch auch was Schönes. Hier mit dem Geschenk. Geschenkkarton. Dankeschön. Und dann, was haben wir hier? Auch wieder ein SpongeBob-Block. Ja, für Notizen. Und da ist natürlich überall der SpongeBob drauf. Das ist eine hübsche Idee. Na, und da hat er immer was, was man sich mal schnell notieren muss. So, vielen Dank. Und oh, auch noch mal ein schöner Block hier. Ach, guck mal, das ist doch auch toll. Na, und so sehen dann die einzelnen Seiten aus. Ganz, ganz toll, Mensch, ich freue mich. Und was haben wir denn hier? Ich werde verrückt. Das ist ein, was? Ein Gefrierbeutel und der ist voll. Ja, Kinders, guckt euch das mal an. Da können wir eine ganze Bikini-Bottom-Welt aufbauen. Das sind die ganzen Figuren hier. Mr. Krabs, Patrick, SpongeBob in verschiedenen Größen. Gary ist dabei. Also das muss ich mir auch in Ruhe nochmal angucken. Aber das ist ja ein Mixbeutel, ein gemischter Beutel mit den Figuren hier. Die werde ich mir auch alle in Ruhe angucken. So, oh weia, Kinder, ist immer noch was. Was ist denn das? Aha, das ist, glaube ich, auch noch mal ein Puzzle von einem SpongeBob-Bild. Das werde ich zusammensetzen. Und wenn wir das hinbekommen in einem späteren Video, werde ich euch dann zeigen, was daraus geworden ist, beziehungsweise ob ich das geschafft habe. So, Kinder, jetzt ist aber doch mal gut, oder? Nein, immer noch was. Was ganz Kleines, was ist denn das Schönes jetzt, Kinder? Hä? Das ist aber nur ein Bein vom SpongeBob mit einem Schlittschuh. Ja, guckt euch das mal an. Ein Stück von der braunen Hose, das SpongeBob-Bein mit dem Schuh und ein Schlittschuh. Was soll das jetzt heißen? Soll ich Eislaufen lernen? Ich weiß es nicht. Dann könnte ich ja noch zu Olympia fahren. Hm? Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht verliere. Und dann haben wir hier, ach wie schön, da ist nochmal ein Patrick, ein kleiner. Und nochmal ein SpongeBob. Da ist wieder ein Band hier drin. So, oh, lalalala. Aha, aha. Da ist noch ein Bilderband drin. So, und dann nochmal ein kleiner Spongy hier. Aha. Und da ist auch Gary mit dabei. Beide auf einem kleinen, hier, noch, was ist das hier? No, auf seinem kleinen Podest hier. SpongeBob mit Gary. Auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ja, Kinder, das ist eine tolle Überraschung. Und das muss ich alles erstmal verarbeiten und einsortieren. Das kriegt auch alles seinen Platz nachher in meiner Sammlung. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich riesig. Dankeschön.